In Italien Meister geworden. In der Champions League war im Viertelfinale Schluss. Aber der Sommerurlaub muss noch warten. Cristiano Ronaldo spielt mit Portugal im Halbfinale der Nations League in der Heimat gegen die Schweiz. Wir alle haben den Willen, diesen wichtigen Titel zu gewinnen. Wir werden ein Halbfinale gegen eine starke Schweizer Mannschaft spielen, aber wir kennen sie gut. Wir haben ja in der WM-Qualifikation gegen sie gespielt. In das Halbfinale der Nations League zu kommen, erfordert einige Qualitäten. Deshalb haben alle Teams hier berechtigte Ambitionen, den Titel zu holen. Der psychologische Vorteil könnte auf Seiten der Portugiesen liegen. Das letzte Aufeinandertreffen in der Qualifikation zur WM 2018 ging mit 2:0 an den Europameister. Und zum ersten Mal dabei Portugals neues Wunderkind aus Lissabon. Wenn ich einen Spieler wie João Félix in den Kader berufe, hat das nichts mit seinem Alter zu tun. Wir schauen auf seine Fähigkeiten und seine Erfolge mit Benfica. Wir haben ihn in einen 23-Mann starken Kader berufen. Das zeigt, dass er genau wie die anderen Spieler auch so weit ist zu spielen. Bei der Nati setzt man statt auf Einzelkönner eher aufs Kollektiv. In der Schweiz sieht man in dem möglichen Titelgewinn einen ganz besonderen Reiz. Wir wären die allerersten, die die Nations League gewinnen. Das wäre historisch. Der Titel ist wichtig für uns Spieler, er ist wichtig für die ganze Nation und wir sind sehr nah dran. Es ist das Halbfinale und sobald man es als Fußballer so weit geschafft hat, will man natürlich unbedingt auch bis ins Finale kommen. Das steigt am Sonntag im Estádio do Dragão in Porto. Es wäre die Chance für die Schweiz auf den ersten Titel überhaupt und für Cristiano Ronaldo und Portugal auf den Gewinn der Nations League im eigenen Land.